Mein Name ist Dr. Arno Groß. Ich komme von der Meeresschutzorganisation Deep Wave aus Hamburg und beschäftige mich schon seit langem mit den Ozeanen. Bin selber also Meeresbiologe, Tiefseebiologe, war unterwegs mit Schiffen, bin Forschungstaucher, habe das ein oder andere Land irgendwie auch besucht und bin einfach fasziniert von dieser Welt der Ozeane, die eine lange Vergangenheit haben, seit dem Erdzeitalter haben wir also die Ozeane auf unserem Planeten, der ja eigentlich Ozean heißen sollte und nicht Erde, weil er eben zu überwiegendem Teil eben halt aus diesem Bereich des tollen Wassers besteht, unser blauer Planet, unsere wichtige blaue Perle hier im Weltall. Diese Grafik hier zeigt ein bisschen so ich kann das nicht sehen, wie scharf das für euch ist, ob ihr es für euch groß machen könnt. Aber letztendlich geht es um also die Spirale aus dem Urozean, der eben halt mit den verschiedensten Tierwelten bevölkert ist. Von den Dinosauriern wollen wir gar nicht mehr sprechen, aber bis in die heutige Zeit, nein, also eben besiedelt ist. Die Kreaturen, die da so vorkommen an den Ozeanen, die sind erstaunlich. Einige von denen sind sogenannte lebende Fossilien. Hier sehen wir einen ganz tollen Vertreter von den eigenartigen Tintenfischen. Dieser sogenannte Höllenkrake, Vambrytoides infernalis, wurde auf einer Expedition von Karl Kuhn, auf einer Plankton-Expedition entdeckt. Wir haben jetzt diese tollen Bilder hier vom Monterey Bay Aquarium. Ihr seht, er hat zwischen seinen Tentakeln, also zwischen seinen Armen, eben halt ähnlich wie ein Vampir, diese Rädern, also diese Haut. Und dann sind die auch noch mit spitzen Zähnchen versetzt, diese Saugnäpfe. Und das hat ihnen halt diesen Namen eingebracht. Aber er ist ein harmloser Vertreter, lebt in der Sauerstoffminimumzone im Pazifik bis runter ins Eismeer. Aber er lebt eben eigentlich vom Detritus, also ein schwebender, sozusagen eher ein Sammler und kein aktiver Jäger. Vambrytoides infernalis hat mal einen Phänomenologen, einen Philosophen, den Wilhelm Flusser, dazu gebracht, ein Buch zu schreiben darüber. Das kann man hier da dann sehen. Es ist also eine Bestandsaufnahme von diesem eigenartigen Tier, das anders sich sozusagen in der Evolution entwickelt hat, wie wir. Eweiß und Iverse Augen. Er hat blaues Blut und nicht rotes Blut. Lebt im Dunkeln und im Wasser. Und wir sind ja eigentlich Lichtmenschen und leben an der Luft. Also wenn man sich sozusagen ein Menschen, nein, so ein Tier vorstellt, was am weitesten von uns weg ist, dann ist es tatsächlich dieser Höllenkrake. Faszinierend sind die Ozeane und die Tintenfische immer schon gewesen. War das Seemannsgarn, war die große Frage, was lebte vor 100, 200, 300 Jahren eigentlich in den Meeren? Was hat man dann als erstes dort entdeckt? Hier sieht man dann den dargestellten Kampf mit dem Kraken. Rechts dann da mit der Darstellung von Jules Verne, ist dem einen oder anderen ja geläufig in seinem Buch 20.000 Meilen unter Meer, in dem sie da auf dieses Tier treffen. Als er das damals geschrieben hat, dann wusste man wirklich ganz wenig davon, man hatte nur ein paar Sichtungen und heute sind wir ein bisschen weiter. Wir kennen also diese Funde an den Stränden im Stralsunder Museum, im Ozeaneum. Da könnt ihr einen mal sehen von diesem Kraken aus der Tiefsee, Architeutes. Heißt die eine Art. Und man hat ganz verrückte Ideen dazu gehabt, irgendwie, wie groß er werden kann. Hier unten links ist zu erkennen, das Stück von einer Pottwalhaut und diese Kreise von Saugnäpfen. Also das ist ein Kampf dann immer zwischen Pottwal und Riesenkalmar. Diese Kreise auf dieser Haut und dieses Museumsstück in Moskau. Die sind tatsächlich irgendwie über 20 Zentimeter im Radius. Und dann hat man natürlich hochgerechnet, dann muss das Tier eben
20, 30 Meter groß sein und ist natürlich wirklich dann ein Seeungeheuer. Man hat Spanien oder den Küsten bis Norwegen überall die schon mal gefunden, aber man hat es nie richtig gesehen. Tatsächlich gab es die ersten Videoaufnahmen in Japan mit so einer kleinen Kamera und erst 2012 hat man zum ersten Mal richtige Bilder von diesen Kalmaren aus der Tiefsee gefunden von einem Japaner. Er hat sie also beködert und hatte dann das Glück, diese Film zu, das zu filmen. Auf der anderen Seite hat man trotzdem noch nicht so viel davon mitbekommen, wie lebt dieses Tier, wie verbreitet ist es, wie viel gibt es davon, weil das ist eben halt noch unbekannt. Kraken sind faszinierend. Unser Logo ist auch eine Krake. Deep Wave, also hat sich ein Tier genommen, was hier oben zu sehen ist. Und das hat uns damals, war ein Bild von den Azoren. Der Paul Wirth, der hat das so fotografiert als Taucher. Aber wenn man da ein bisschen genauer hinsieht, dann erkennt ihr, dass auf diesem Mantelsack hier hinten eben das tatsächlich so schillert wie ein Erd. Ball und die Illustratorin Anna Mandl, die hat das dann umgesetzt und wir haben eben halt tatsächlich hier die Erde in der Krake drin und soll eben halt auch ein wenig darauf hinweisen, dass es um den Schatz der Ozeane geht, den es zu bewahren gilt. Nun, was sind die Lebensräume? Was ist der Ozean? Der Ozean ist, wie gesagt, ein Planet des Wassers. Die Ozeane sind ganz enorm wichtig für alles Klimageschehen. Wir wissen noch recht wenig darüber, aber wir sind im Begriff jetzt im 21. Jahrhundert, das stark zu nutzen als Rohstoff und als Nahrungsquelle. Da komme ich jetzt in dem Einzelnen dann noch weiter drauf. Hier nochmal so ein bisschen ein paar Zahlen. Also wie gesagt, drei Viertel der Erdoberfläche. Man muss sich auch nochmal vorstellen, dass der größte Teil davon in der Tiefsee ist, 4 bis 5 Kilometer. Wir haben ja 1,4 Milliarden Kubikmeter Wasser. Das ist also im Grunde genommen fast alles Wasser ist dort in den verschiedensten Ozeanen drin. Aber das Charakteristische ist eben halt kaum Licht, wenig Nahrung und relativ tiefe Wassertemperaturen mit 2 bis 4 Grad dort in der Tiefsee. Man hat eigentlich keine richtigen Vorstellungen lange Zeit gehabt, wie die Ozeane aussehen. Und selbst heute noch wissen wir vieles nicht. Komischerweise hat sich die Erkundung auch irgendwie gar nicht so richtig viel verändert. Man hat also früher mit eben halt mit Netzen schon in den ersten Forschungsschiffen hier Valdivia gearbeitet. Selbst die Forschung heute findet immer noch statt mit Greifern, Netzen, Plankton, also Wasserschöpfer. Das ist so, dass man auf dem Ozean, wenn man an die Tiere rankommen will, also nur mit diesen Methoden das machen kann. Klar haben wir Satellitenerkennung dazu und wir haben diese tollen ROVs, also Remote Operated Vehicles und OVs, also autonome Unterwasservehikel, die eben halt dann die Kartierung und dergleichen dort vormachen. Aber unternehmen. Aber richtig, ist unser Bild dann tatsächlich auch so, dass wir diese großen Becken gar nicht nur als sozusagen als Swimmingpool sehen dürfen, sondern es gibt eine ganze Menge von Strukturen, die diesen Ozean in unterschiedlichste Regionen unterteilen. Zum Beispiel gibt es im mittelozeanischen Rücken, hier sind so überall diese ganzen Bergketten unter der Wasseroberfläche zwischen den Kontinenten. Das ist also eins der größten Strukturen. Dazwischen daneben dann die großen Becken. Ja, und so sieht das im Moment unser aus, unser Kenntnis. Wir waren in wenigen, vielen Bereichen der Ozeane, waren wir noch gar nicht. Den hat man dann mal entdeckt, hier den tiefsten Platz auf unserer Erde, das ist der Marianengraben. Da kann also der Mount Everest, der größte Berg, locker hinein. Geht bis auf 11 Kilometer hinunter. Liegt also hier an diesem Bereich hier hinten. Da sind die tiefen Gräben, die dann entstehen, wenn so Platten untereinander wandern. Dann kommt es da zu diesem
Abyssal und dem Hadal, also wie man sagt, also diese Tiefseegräben. Faszinierende Welt, was ist da, wissen wir gar nicht. Es gab mal eine Expedition in den 60er Jahren hier mit der Triest. Zwei Amerikaner, also Picard und Tom Walsh, Amerikaner und Schweizer waren dort unten mit diesem merkwürdigen System. Und erst kürzlich war der berühmte James Cameron, der Titanic-Regisseur, mit einem Spezialgerät dort unten. Da braucht er so 1,5 Stunden. Hier ist eine große Stahlkugel drin, das Rest ist ein Auftriebsgebiet. Und damit rauschte der also dann in diese 10,5 Kilometer tiefe Stelle. Also er ist der dritte Mensch auf der sozusagen, der in diesen Tiefseegräben vorhanden war. Es gibt einen Film dazu, es gibt auch irgendwie schon die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen. Viel ist da nicht gefunden worden. Es gibt eine Gruppe von Einzellern, die da waren. Aber größeres, höheres Leben lebt dort nicht mehr und die sind nicht ganz so tief. Hier sieht man die Inselkette von Hawaii, also hier die Hauptinseln. Das zieht sich unter Wasser weiter. Wie gesagt, da verändern sich die Platten und dann hat man eben halt auch Strukturen, diese Seamounts, diese Seeberge, ganz wichtige Plätze auch im Ozean, denn sie verteilen sich, wie gesagt, irgendwie recht vielfältig, sind also architektonischen Ursprungs oder auch herunter und abgeflachte ehemalige Inseln darunter und verschiedenste Strukturen. Zeigt also auch eben, der Ozean ist einfach nicht, wie gesagt, nur ein Becken ohne Änderung, sondern man hat dort eben halt Erhöhungen. Da drehen sich dann die Strömungen drum. Es kommt zu lokalen sogenannten Auftriebsereignissen. Das heißt, kaltes Wasser bringt Nährstoffe mit in die Oberfläche, dann kann da wiederum sich Plankton und das Kleintier entwickeln, das wiederum wird von Fischen und von anderen Tieren dann gegessen. Und dann sieht man eben halt tatsächlich auch doch auf den Bergbereichen dann so eigenartige Strukturen. Hier sieht man Seefedern gibt es dort irgendwie. Und es gibt eben halt auch Korallen. Und hier sind Schlangensterne, die dann eben halt ihre Arme in die Strömung, die dort vorherrscht, irgendwie richten. Das war also auf jeden Fall eine Erneuerung, dass man diese Seeberge, diese Artenvielfalt entdeckt hat. Die Tauchgänge mit der Alvin hier, also amerikanischen U-Boot, das ist mal so dargestellt, wie das da aussieht. Die Tiere verteilen sich unterschiedlich an diesen Strukturen. Und sind also sozusagen eine neue Lebenswelt. Man hat dann mal weiter nachgeforscht über diese Kaltwasserkorallen. Also es sind nicht die Riffkorallen, da sind sicherlich hier die Experten am Telefon dabei, die sich da gut mit auskennen. Also nicht diejenigen, die in den tropischen warmen Regionen sind und mit Algen in Symbiose leben. Sondern das sind welche, die eben halt rein, wenn ich kurz zu sagen, nicht pflanzlich sind, sondern rein tierisch sind. Die müssen also aus der Strömung dann was herausfiltern und dann ihr Kalkgerüst bauen und davon leben. Das heißt, sie kommen nur davor, wo die Strömung auch genug Nahrung ranbringt. Hier sieht man so die Art, die wir hier kennen, Lophelia protusa, der Forscher André Preiwald hat da viel früher geforscht und die roten Punkte zeigen also im Grunde genommen, das ist natürlich immer da, wo viel untersucht wird, die Ölindustrie unterwegs ist, da in diesem Kontinentalabhang, da findet man sie dann bis rüber nach Nordafrika. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass eigentlich hier überall kaum Forschung stattfindet, dann kann man davon ausgehen, dass diese Korallen, diese Art eben im ganzen Atlantik an den Kontinentalabhängen vorkommen. Auch das ist also erst eine Errungenschaft aus neuerer Zeit, dass wir über diese Korallen etwas wissen. Nun, die Volkszählung im Meer gab es mal, eine Geschichte 2000 bis 2010, da haben sich viele, viele Forscher daran beteiligt. Census of Marine Life Projekt, und wir wissen ungefähr, so ist die Datenbank, dass es mindestens 200.000 Arten sind,
die bis jetzt in den Meeren entdeckt worden sind. Wenn man weiter nachforscht, dann entdeckt man recht schnell viele neue Arten. Eine Neuentdeckung im Polarmeer war da zum Beispiel in diesem Programm alleine bis da dann ausgezählt, 2010 waren es 5.600 neue Arten. Dann kann man ein bisschen hochrechnen, wenn wir jetzt mehr Proben nehmen, wenn wir uns mehr damit beschäftigen, dann kommen wir auf so eine Artenzahl von 1 bis 2 Millionen, wenn man noch die kleinen Arten da hinzunimmt. Immer wieder also werden ja auch selbst nicht nur Bakterien oder auch viele Untergruppen im Plankton entdeckt, aber auch tatsächlich auch im größeren Bereich noch Korallenfische, Haie wurden entdeckt, neue Arten, natürlich ganz viel von den weichen Arten, die ja dann immer ihre Experten brauchen, die das erstmal dann bestimmen. Das sind schöne Bilder ja von National Geographic, habe ich mal dazu gepackt. Hier sieht es ein bisschen dann noch weiter irgendwie unbekannter aus, was es alles da in der Tiefsee gibt. Die meisten Arten der insbesondere sowohl der Tintenfische wie auch der Quallen, Medusen, die sind doch gar nicht bestimmt. Und bei Fischen kommen auch mal wieder neue dazu. Nun, so sieht das unter Wasser aus. Das ist natürlich faszinierend. Aber so sieht es auch unter Wasser aus. Wir haben irgendwie einen Fußabdruck von unseren Aktivitäten im Ozean mittlerweile hinterlassen. Das ist bedauerlich, dass für manche Sachen es wahrscheinlich stärkere Zerstörung gibt, als dass man eben die Tiere, die dort lebt, überhaupt schon mal entdeckt oder beschrieben hat. Das ist natürlich irgendwie eine Gefahr. Was kann man so zusammenfassend sagen? Was sind die großen Bereiche, die ich jetzt Ihnen gleich nochmal alle darstellen möchte? Vermüllung und Verlärmung auf jeden Fall in den Küstennähen. Wir haben erst mit einer globalen Überfischung zu tun und dann aber eine Menge Klimaeffekte und andere Strukturen wie Ausbeutung. Ein Biologe hier, der Herr Wilson, der hat mal gesagt, das ist eines der größten Artensterben, was wir gerade erleben, nicht nur an Land, sondern mittlerweile auch im Meer. Wobei im Meer das natürlich ungleich schwieriger ist, sozusagen direkt nachzuweisen. Aber auf die Zahlen komme ich gleich vielleicht noch zurück. Wie viele Arten verschwunden sind? Plastikmüll ist eine tickende Zeitbombe. Wir haben ungefähr 6 bis 20 Millionen Tonnen, die in den Meeren gelandet sein sollen. Das ist ja UNEP von der UNO. So ganz weiß es keiner. Es gibt neue Hochrechnungen, dass es wahrscheinlich sogar noch mehr ist. Es sind auf jeden Fall Milliardenteile überall in den Ozeanen landet. Die Hauptursachen, Gründe sind natürlich Fischerei, großes Thema. Und unter den Küsten ist es natürlich, wie gesagt, der unsachgemäße Umgang mit dem Plastikmüll, dass sich die Tiere da drin verheddern und natürlich und dann nicht mehr dann besonders gesund sind, versteht sich von selbst. Wir haben hier zum Beispiel mal einen Pottwal gefunden, 2011 war das, meine ich. Und der hatte alleine 30 Quadratmeter Plastikfolie, Schlauch, Leinen, Mulchfolie, Blumentöpfe in seinem Magen und der hat dann seinen Schlund, seinen Mageneingang irgendwie verstopft und der ist dann eben leider verstorben. Und das ist also natürlich ein Tod wie von vielen, vielen Tieren, der tagtäglich da stattfindet. Die großen Fischernetze sind ein Problem für die großen Säugetiere generell, aber auch natürlich für Seelöwen, Schildkröten. Ja, und wo ist das Plastik überall? Mittlerweile bis hin in die Tiefsee. Hier sind Bilder von oben Spitzbergen. Da hat man sogar eine Zunahme des Plastiks gefunden. Ja, wie kommt's? Die Meeresströmung treibt das hier so da oben hin und dann sinkt das dann auf den Meeresboden. Es gibt natürlich auch schwimmende Plastik oben an der Oberfläche, ist aber nur 10 bis 20%. Anderes verfängt sich hier in den Korallenriffen. Oder es wird, wenn es dann da oben unterwegs steht, immer kleiner, bildet dann sogenanntes Mikroplastik, also ein millimetergroßes Teilchen, Cocktail, der eben halt überall zu finden ist. In den Fischen des Englischen Kanals, in den Seevögeln.
Und die Gefahr ist natürlich, dass es letztendlich auch zum Menschen wieder zurückgelangt. Das bedeutet also Stress. Die Tiere müssen darauf reagieren, auf diese Giftstoffe und auch natürlich auf die Weichmacher und was auch immer da alles drin ist. Hier sieht man die Weltkarte. Wie gesagt, die degradierten Küsten sind überall da, wo natürlich intensiv viele Menschen unterwegs sind. Asien ganz besonders, der große Mittelmeerraum, die Probleme der Ostsee, aber natürlich hier auch im Golf und Amerika. Also es bleibt eigentlich ist kein Land irgendwie, selbst die zivilisierten Länder, davon verschont, dass die Ozeane eben halt leiden. Und wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, was tatsächlich da in dieser mittlerweile industrialisierten Lebensraum passiert, militärische Aktivitäten und so weiter und so fort, dann hat man natürlich hat man Veränderungen. Enorm ist auch der Bedarf an Fisch. Wir haben ungefähr so um die 80 Millionen, also hier sieht man so diesen grünen Balken, das sind die Fischerei, Daten, was der Ozean sozusagen auch heraus oder uns an Nahrung so geben kann, so um die 80 bis 100 Millionen. Wir sind da sehr effektiv drin, die Fische aus dem Ozean zu holen. Mittlerweile kommt aber fast jeder zweite Fisch nicht mehr aus den Ozeanen, sondern er wird tatsächlich in der Aquakultur hergestellt. Dieser Trend nimmt auch zu. Immer wieder neue Fischarten werden irgendwie durchgetaktet. Die Ernährung darauf abgestimmt, dass die in Becken an Land dann unsere Filets und unseren Eiweiß liefern. Jetzt kann ich irgendwie gerade hier nicht weiter. Warum nicht? Moment. Ach, genau, irgendwie ist meine Leiste mit dem Vorwärts irgendwie nicht mehr da. Müssen die jetzt hin? Weil das Bild größer geworden ist. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich das kleiner machen kann. Moment. So ist groß, so ist klein. Nee, komisch, die Navigation ist weg, aber das war auf jeden Fall ein Thema, Zunahme der Tiefseefischerei. Das hat an den Seebergen angefangen. Die Russen waren hier viel unterwegs. Und dann gab es einen großen Boom, hier bis in die 2000er hinein, ist man also in alle möglichen Regionen der Welt gekommen und hat versucht dort die Bestände von den Fischen, die dort existieren, zu fangen. Hier sieht man so diese Orange Ruffy, Geisergranate, so ein besonderer Fisch. Der wird 140 Jahre alt und hat seine Nachkommen erst, wenn er so 25 bis 35 ist. Dass das natürlich nicht besonders selekt nachhaltige Fischerei ist, versteht sich da auch. Also man hat mit diesen Scherbrettern rund um und in den Canyons eben halt Jagd auf die letzten Fische gemacht. Jetzt habe ich immer noch nicht die Möglichkeit, hier weiter zu navigieren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich müsste hier irgendwo, danke, vielleicht machst du das sonst irgendwie, Christian. Ich habe aber die Navi-Leiste hier nicht mehr. Wenn Sie dort unterwegs sind, die Fischer, dann ist das natürlich genau das Problem. Da, wo ich vorhin sagte, das sind die Hotspots von Korallen, die werden eben halt mit einem so ein Netz wohl zerstört. Und das ist natürlich eine ziemliche Sauerei, um das mal so zu sagen. Wie geht das weiter mit der Präsentation, wenn ich nicht weiter machen kann, genau. Also Christian, du hörst mich, glaube ich, und du kannst dann vielleicht einfach, wenn ich ein Zeichen mache, irgendwie weitermachen. Das sind die Lifte-Riffe oben in Norwegen. Also man sieht den Rotbarsch in diesen Gärten. Daneben rechts sieht man eben dann den zerstörten Bereich. 50% dieser Kaltwasserkorallen sind dann eben mittlerweile verschwunden. Man hat jetzt große Meeresschutzgebiete sich überlegt. Ja, das ist natürlich irgendwie die Rettung dafür. Okay, die nächste Folie.
zeigt eigentlich, was wir mit den Ozeanen gemacht haben. 90% der Großfische sind verschwunden, 90% der Haie. Einige Bestände der Tiefseefische sind also auch unwiederbringlich weg, vor unserer Küste wie auch irgendwie vor Nordamerika. Insgesamt sind die meisten Fischbestände stark erschöpft. Es gibt auch keine Bestände mehr, die man sozusagen neu entdecken könnte, irgendwo in Weltmeeren, wo noch keiner gewesen ist. Die Fischerei ist so effektiv, pardon, und so global, dass eben überall gefischt wird, bis in die Polarmeere. Man ist jetzt auf der Suche nach anderen, also man versucht die anderen Quellen, weil man den Dorsch nicht mehr hat und den Kabeljau und so weiter. Jetzt versucht man die kleineren Schwarmfische zu nehmen. Ist keine gute Idee. Letztendlich sind die ja auch die Basis für das Ökosystem. Und wenn man jetzt also hier das wegfischt, dann bleibt am Ende tatsächlich nur noch ein kleiner Fisch und eben halt ein paar Quallen, die die Chinesen im Übrigen gerne essen. Die machen daraus eine Suppe. Aber das darf natürlich eigentlich nicht der Weg sein. Dieser Zusammenbruch von den Beständen bis, wenn man so weiter fischt, in den nächsten 20 Jahren, ist ja natürlich keine gute Perspektive. Okay, die nächste Folie geht dann auf das Thema, genau, eigentlich nur nochmal zu erklären, warum ist das passiert? Die Bestände werden irgendwie gehen runter. Der fischereiliche Ertrag durch diese grünen Balken hier, durch die Effektivität der Netze und dergleichen, irgendwie ist aber in der Zeit riesenhaft gestiegen. Das ist so ein bisschen hier aus der EU-Politik. Was hat man da jetzt gemacht? Wir wollen diese 2015 einfügen, also die sogenannten Maximal Sustainable Yield, also die Bestände, die gut bewirtschaftet sind. Da will man jetzt hinterher. Das ist nicht leicht, aber man hat sich das zum Ziel gesetzt. Obwohl eben halt, wie gesagt, hier steht es ja ein bisschen, die qualitativen Zugangskriterien für die Fischer, die sind eben leider in der Reform der Fischereipolitik nicht gut berücksichtigt. Also manche Sachen sind eben halt so Business as usual. Es wird einfach eben mit zu großen Motoren, zu großen Netzen tatsächlich noch zu viel aus dem Ozean geholt. Und die Rückwürfe, die oft stattfinden, weil man den Fisch, der gefangen wird oder der auch zusätzlich noch gefangen wird, nicht an Land vermarkten kann. Da hat man sich jetzt überlegt, dass das eben auf die Quoten der Fischer addiert werden muss. Das heißt, die müssen jetzt alles, was sie fangen, auch mit an Land bringen. Und dieses Anlandegebot ist eben halt eigentlich eine gute Idee, weil dadurch sich die Fischer auch überlegen müssen, irgendwie vielleicht versuchen wir es mal mit anderen Netzen, und wir schmeißen es eben halt nicht einfach wieder mehr tot ins Meer, wie es bis jetzt passiert war. Gut, die nächste Folie geht auch ein, noch auf ein paar Themen kurz so zusammenfassend, das mit dem Klimawandel. Das ist ein riesiges Experiment, was wir hier gerade machen. Sie sehen, dass hier die CO2-Konzentration über hunderte tausend Jahre stabil war und wir sind jetzt hier auf dem Weg in eine High-CO2-Gesellschaft. Wir haben ja die 400 Parts per Million haben wir ja schon erreicht. Das heißt, was machen die ganzen Gase im Meer? Nun, das zeigen die Folie, die nächste Folie zeigt das. Es führt zu dem sogenannten Treibhauseffekt. Das heißt, die Energie bleibt einerseits in den Ozeanen, andererseits im Wasser der Atmosphäre und dadurch wird die Dynamik einfach größer. Klimawandel und Flutereignisse und Stürme haben wir. Und die nächste Folie zeigt, dass wir natürlich auch dann das schmelzende Eis haben. Es war jetzt gerade hier gibt es so einen Arktik-Block. Wir hatten hier, warte mal, wo ist Alaska? Oben da, da, irgendwie da. Ich glaube, da war das ungefähr. Wir hatten die vor ein paar Tagen jetzt 30 Grad. Also das hat auch ein bisschen was mit diesem Jetstream zu tun und so weiter. Aber in einer Region, wo normalerweise sozusagen im hohen Norden Alaskas eigentlich Eis ist, es ist aber immer so heiß,
Das zeigt einfach, wo wir diesen schnellen, rasanten Veränderungen in der Arktis. Vielleicht ist es sogar, pardon, diesen Sommer dann schon zum ersten Mal richtig wieder eisfrei. Also die Zahlen deuten darauf hin, das ist auf jeden Fall die niedrigste Eisbedeckung, die wir kennen. Und es kann also wieder zu einem noch stärkeren Rückkopplungseffekt dann führen. Das kennen Sie, Eis ist weiß, es reflektiert das Licht wieder raus. Und dunkles Meer, blaues Meer, nimmt eben halt dann nochmal mehr, also das eisfreie Meer nimmt nochmal mehr Energie auf und das beschleunigt dann diese Prozesse. Die nächste Folie zeigt, dass die Forscher auf jeden Fall irgendwie immer weiter überrascht, wie schnell das geht. Also ich kenne die Diskussion hier noch, da hat man da gesagt, naja, das ist Variabilität. Ja, also hier so, wir wissen das eigentlich gar nicht und dann hat man die ersten Prognosen gemacht. Weil wir sind jetzt eben halt sehr viel weiter in der Abnahme des Eises, als das je die Wissenschaftler sozusagen in der Prognose so angedeutet haben. Was natürlich für die Eisbären besonders dramatisch ist, aber nicht nur für die, sondern auch für die anderen Tiere, die eben halt auf Eis als Transportweg und so weiter angewiesen sind. Okay, es tut noch was mit dem Meer. Die nächste Folie zeigt das. Genau, das sind die schlechten Nachrichten für die Eisbären. Ja, vielleicht doch die nächste Folie. Okay, genau, weil es gibt dann auch immer die Gewinner. Hier wird von der Schifffahrt gesprochen. Die Schifffahrt in der Arktis ist schwierig, aber wenn das Eis weg wäre, dann würde tatsächlich hier eine große Verkürzung dieser langen Transportwege nach Asien dabei rauskommen. Also insofern, das öffnet dann irgendwie ganz neue Wirtschaftswege. Okay, nächste Folie zeigt, dass das, was wir da gerade machen, nicht mehr einzuholen ist. Also das Experiment ist vorbei. Wenn man hier das Grönlandeis schmelzen lässt, dann ist das im Meer. Die thermische Ausdehnung kommt hinzu. Wir haben also bestimmten Meter irgendwie am Ende des Jahrhunderts, 50, hat man hier mal geschätzt. Und diese Absorption könnte vielleicht mal, wenn wir weniger CO2 rauspacken, irgendwie sozusagen irgendwann mal stoppen. Aber der Meeresspiegelanstieg, der findet einfach dann die nächsten 1000 Jahre trotzdem weiter statt, weil diese Prozesse sozusagen nicht mal eben kurzfristig um kippbar sind. Und wenn es nur ein Meter ist, dann geht es vielleicht hier fast noch, sage ich mal, aber für die Malediven ist es schon das Ende. Aber wenn es dann 2 oder 3 oder 4 oder 5 Meter sind, dann ist natürlich auch Hamburg vorbei und die Welt wird sich auf jeden Fall dann ganz anders darstellen. Gut, was macht das Meer noch? Nächste Folie zeigt, dass atmosphärischen Gase, dieses CO2, eben zur Versauerung der Ozeane führt. Mittlerweile, wie gesagt, haben wir 500, 600 Millionen Tonnen CO2 in die Ozeane schon gepumpt. Das kann man auch messen, dann hat man so unterschiedliche Bereiche, wo das CO2 dann in den Ozeanen drin ist. Nun, Meerwasserchemiker, dem muss ich das hier nicht erzählen, dass eben halt saures Wasser auch eine Veränderung in der Artengefüge zu tun hat. Zeigt das nächste Bild, zeigt das, dass die Organismen, die Kalkschalen haben, eben halt besonders gefährlich sind. Korallen einerseits natürlich, aber auch die Kalkalgen. Hier gibt es dann noch diese Planktonalgen, von denen wir unseren Sauerstoff bekommen. Einzeller wie Foraminiferen, Flügelschnecken in den Antarktisregionen, Polarregionen. Also all das führt eben halt zu einer veränderten Ökosystem. Da gibt es auch das nächste Bild zeigt das, da gibt es ein Experiment von einem Professor Riebesel, der hat mal das dann unter normalen CO2-Gehalt. Da sieht man also wunderschön, wie die Tiere des Emiliani Huxley, dieser Planktonorganismus, eben halt seine Schalen hier bauen kann, mit denen er vor Fressfeinden sicher ist. Und wenn er das eben halt mal hohem CO2, da klappt das nicht mehr. Das heißt, dieser Organismus zerfällt förmlich, wenn es zu viel CO2 im Ozean gibt.
Das ist immerhin, wie gesagt, der zweite, jeder zweite Atemzug oder dritte Atemzug, den wir nehmen, stammt von diesen Organismen aus den Meeren. Und wenn da zu viel CO2 im Ozean ist, dann funktioniert diese Sauerstoffproduktion nicht mehr. Gut, was tun wir dem Meer noch an? Ich glaube, das zeigt das nächste Bild. Wie gesagt, die großen Paradiese sind durch den Klimawandel in Gefahr. Aber nicht nur das. Das nächste Bild zeigt, dass diese Temperaturanomalien, das ist El Niños, eben wie man hier so sieht, die roten Bereiche, wo es zu heiß ist oder heißer ist als normal. Also da haben wir Situationen, was die Korallen eben halt dann auch nicht mehr aushalten können. Hier hinten sieht man so ein gebleachtes weißes Riff. Die verlieren also bei hohem Hitze und Stress dann ihren Partner. Und dann ist natürlich irgendwie, wie gesagt, das Artengefüge auch verändert. Aber nicht nur die, sondern auch die Kaltwasserkorallen, die kriegen das auch ab, das CO2 saure Wasser und lösen sich dann irgendwie auf. Ja, was tun wir noch mit dem Meer? Das, glaube ich, ist die nächste Folie. Geht da, na, jetzt kann ich das nicht sehen. Doch, hier ist nochmal Reef the Twisk. Einfach nur sehen, zu sehen, dass eben halt die ganzen Korallenriffe zu 50% schon überall gestört sind. Und wir haben eben halt tatsächlich einen Verlust auch eines wichtigen Küstenschutzes. Diese Riffe dienen ja bei Sturm und so weiter als auch vorgelagerter Wellenbrecher sozusagen. Und das hat also alles immer dann weitreichende Konsequenzen. Nächste Folie zeigt, glaube ich, dass auch mit dem Klimawandel sich die Arten verändern. Hier ist eine Kamtschatka-Krabbe, die in Norwegen mittlerweile oben heimisch ist. Sie ist auf dem Weg zu uns. Riesentiere, die sich sehr erfolgreich durchsetzen können. Ich glaube, das nächste Bild zeigt, wie die da mal hergekommen sind über die Fischer. Die haben den nämlich dann hier aus der Beringsee mal hierher gebracht, also von da nach da. Stalins letzte Armee, also naja, also die kommen tatsächlich eben halt mittlerweile hier oben vor und die sind sehr reproduktiv, also sie sind quasi sozusagen eine invasive Art und breitet sich weiter aus. Wir haben noch eine andere Art, die kommt auf der nächsten Folie, das ist die pazifische Auster. Da kann man auch interessant sehen, wie sich hier in den Jahren das ausbreitet. Die sind hier oben 96, Helgoland und auch Sylt mittlerweile überall zu finden und verdrängen also sozusagen auch die heimische ehemalige europäische Auster. Also auch das ein Klimafolgen Aspekt, was im Meer irgendwie stattfindet. Okay, was tut mir noch im Meer? Die nächste Folie zeigt, dass wir ja, die überspringen wir vielleicht mal. Da geht es einfach nur darum, dass wir die Meeresnutzung eben halt auch immer mehr intensivieren. Die werden dann manchmal grün angemalt, die Plattform. Aber das nächste Bild zeigt eben halt, dass es gar nicht so einfach ist, diese Technik unter Kontrolle zu halten. Deepwater Horizon war die große Katastrophe. Wir haben tatsächlich da immer noch Hunderte Millionen Liter Öl und hier in dem Golf von Mexiko an der Stelle. Ein Teil davon ist auch ausgelaufen sozusagen, weggeschwemmt worden. Aber all diese Gifte hier, die da drin sind in diesem mehr oder weniger in dem Erdöl, das bleibt auf Jahrzehnte da in dem Ökosystem und man hat auch noch den Fehler gemacht mit Corexit, das ist so ein Dispersionsmittel, was man da ausgesprüht hat. Das hat das sozusagen dann gebunden und dann ist es auf Meeresboden runtergesunken. Und das hat das eigentlich mehr oder weniger von der Oberfläche weggenommen, aber man hat es nicht aus dem System herausgenommen. Diese Grafik hier unten, unten rechts, zeigt eigentlich, dass wir irgendwie um so ein Peak of Oil haben, System. Also das Wachstum auch mit dieser Industrie ist rückgängig. Auf der einen Seite würde man das meinen, auf der anderen Seite ist man gerade dabei, irgendwie die Alaska-Region und die Arktis
zu öffnen für diese Industrie. Ein Drittel des Erdöls kommt überall schon aus den Tiefseebereichen und das ist weiterhin zunehmend noch, aber mit den entsprechenden Risiken behaftet. Und wir wollen nicht hoffen, dass hier sowas wie im Golf von Mexiko, wie vielleicht im Mittelmeer, in der Ostsee stattfindet oder auch an unseren Küsten stattfindet, weil dieses Öl einfach ein fieses Zeug ist und eine lange Zeit, wie gesagt, im System ist. Okay, die nächste Folie zeigt, was wir auch noch machen im Ozean. Wir suchen nämlich mit unserer modernen Technik eben halt nach neuen Fundquellen. Das klingt immer an den schönen Bilder der Industrie, dann immer so schön dargestellt. Aber wir denken uns, dass wir die Ozeane ausnutzen können. Eine Möglichkeit wäre eben Exploration. Wir haben, das zeigt die nächste Folie, wir haben nämlich begonnen oder sind dabei mit dem Tiefseebergbau. Auch das ist einerseits eine faszinierende Welt. Das sind Sulfide, also Massivsulfide nennt man die. Die sind eben reich an Metallen und Gold und sind also an den schwarzen Rauchern. Finden sich da, wo sozusagen diese Platten untereinander gehen, also in dem Ring of Fire Bereich. Da gibt es dann eben halt diese Hydrothermalaktivitäten unten so in 800 bis 1500 Meter Wassertiefe. Und diese Sulfide sind ja ähnlich wie an Land eben, werden sie abgebaut, aber unter Wasser ist natürlich theoretisch einfacher, muss sich nicht mit irgendwelchen Ländern kloppen, man hat nicht die tiefe Minen und dergleichen. Man kann ja vielleicht dann auch den Dreck gleich dann irgendwie so im Meer lassen, so ist zumindest die Idee. Hat auch hier schon irgendwie so einen riesengroßen Chlorlektoren angefangen zu bauen. Und eine Firma ist also jetzt unterwegs, Antinous Minerals, die sind also dabei, nächstes Jahr in der Nähe von Papua-Neuguinea diese Hydrothermal Schlote abzubauen. Okay, die nächste Folie zeigt, dass es dann noch andere Sachen gibt. Also es gibt noch kobaltreiche Krusten. Ja, das ist also auch nochmal was, wo eben an den Seamounts, wo sozusagen, wo man hingehen könnte, ein bisschen schwieriger dann abzubaggern. Ja, und hier auf der Weltkarte sieht man dann natürlich, wird auch noch überall Gold und Zink und Diamanten in Südafrika und Scherzschlämme und dergleichen. Also es findet tatsächlich immer in den Ozeanen eigentlich schon großer Bergbau statt. Aber der bei Papua-Neuguinea ist auf jeden Fall der erste große nächste Schritt. Das Land hat sich da leider ein bisschen verkauft. Und wenn das stattfindet, dann eröffnen wir ein neues Feld für die Wirtschaft. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Wie geht die nächste Folie? Ach, der Vollständigkeit halber noch unsere beiden Claims, wobei wir eigentlich mittlerweile schon drei haben. Einen auch für schwarze Raucher in Indien, aber hier abgebildet ist ein Bereich, das liegt also da bei Panama, Mexiko, im Pazifik. Da liegen auf dem Meeresboden so kartoffelartig irgendwie Erzgefälle, die nennt man Manganknollen. Auch die hat man sich schon frühzeitig gedacht, die kann man ja mal da irgendwie ernten, wie Kartoffeln. Dann hat die Seerechts Behörde, Bodenbehörde, die hat dann irgendwie das Seerecht verwaltet diese Regionen und dann hat Deutschland da tatsächlich, also wie gesagt, auch zwei so große Gebiete und muss dann, kann es nochmal verlängern, aber muss dann demnächst auch wirklich mit dem Abbau dann mal anfangen. Die haben jetzt also die letzten 15 Jahre und so weiter geforscht, aber der Abbau wird dann irgendwie sicherlich kommen. Ich war selbst da, 91 muss das gewesen sein. Da war mal so ein Experiment. Da haben wir dann den Meeresboden gestört und haben mit der Flugegge diese ganzen Kartoffeln sozusagen untergepflügt. Das war also 7 Jahre vorher und nach 7 Jahren waren wir da und haben geguckt, irgendwie, was ist denn da jetzt, hat sich war bestimmt alles wieder erholt. Aber das war Pustekuchen, also diese Spuren.
war noch eindeutig zu sehen. Und es hatte sich eben halt die Fauna auch verändert. Das, was vorher auf diesen Knollen war, die waren natürlich alle verschwunden. Man ist dann nach 25 Jahren nochmal hingefahren und da waren die Spuren immer noch zu sehen. Und dieses Jahr ist, glaube ich, 25, dann da fährt man jetzt nochmal hin mit der Sonne und da wird man die Spuren auch noch sehen. Also dieses System, das Ökosystem der Tiefsee, wird sich also innerhalb von 30 Jahren, kann es sich nicht erholen. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wenn man da große Industrie betreibt, welche Störungen dann das haben wird. Gut, die nächste Folie zeigt, die Methanhydrate. Der eine oder andere hat das Buch Der Schwarm von den Schätzing gelesen. Auch das ist irgendwie eine Möglichkeit, an günstige Energie heranzukommen. Erdgas ist im Meeresboden, wenn es kalt ist, so am Hang, an den Kontinentalhängen, durch Kälte und durch den Druck heraus bildet sich eben halt so eine Art Hydrat, nennt sich das, Methanhydratschicht. Also ein bisschen ist das wie so vereister Sand, sage ich mal. Diese Erdgasquellen sind natürlich interessant für welche, die eben wenig haben an Kohlenwasserstoffen, insbesondere die Japaner, haben sich also überlegt, dass man doch dann theoretisch diesen Methanhydrat abbauen könnte, das Erdgas. Aber ich gebe hier nochmal zu bedenken, dass dieses Methan nochmal 30-fach irgendwie stärkeres Klimagas ist. Und es gibt eine Überlegung, dass man CO2 hineinpumpt irgendwie und dafür das Methan herausholt. Und dann hätte man theoretisch dann also dann Eis und man hätte nicht Hangrutschungen, wie wir sie von Herrn Schätzing können. Und so weiter. Also diese Technik ist noch fern jeglicher richtigen Beherrschung. Aber Länder wie die Japaner sind tatsächlich da intensiv dran. Ich glaube, die nächste Karte zeigt das genau. Da sieht man eben, wo es überhaupt vorkommt. Und man hat mal hochgerechnet, dass eben halt das Erdgas eben halt eine riesengroße Quelle von Kohlenstoff ist. Aber nichtsdestotrotz, das kennen wir aus der Diskussion mit Kohle oder mit anderen, auch mit Erdöl. Wenn wir die Klimapolitik vorantreiben müssen, dann muss dieses Material, dann müssen diese Kohlenwasserstoffe dort bleiben, wo sie die Urgeschichte, die Erdgeschichte hingepackt hat, irgendwie in diese Meere. Und wir dürfen es nicht irgendwie in unsere Atmosphäre packen. Gut, noch 10 Folien, dann bin ich gleich durch. Die Schifffahrt überspringen wir hier jetzt nochmal schnell. Ich will ein bisschen was nur erzählen, warum kommt es eigentlich zu diesen Schwierigkeiten? Warum haben wir eigentlich so einen schlechten Meeresschutz? Warum sind überall diese Warnsignale und Risiken im Ozean? Nun, wir haben ein Gesetz mal gemacht, das E-Recht sich nennt. Die haben dann die 12-Seemeilen-Zone sozusagen für die Länder gegeben und dann die ausschließliche Meereszone bis zum Kontinentalrand. Also sind wir so 200 Seemeilen, 300 Kilometer ungefähr. Also das da dürfen die Länder mehr oder weniger tun und lassen, was sie wollen. Das ist ihr Hoheitsgebiet. Jenseits dieser Grenze ist die Hohe See. Oder wenn man den Boden halt hat, auch noch the area, also da, wo die Manganknollen und andere Sachen liegen. Ja, und nun hat man das Problem. Man kann sich für seine eigene Küste interessieren, aber man tut es eben halt nicht für das Gemeingut, für den Ozean, oder zu wenig. Und das zeigt die nächste Folie zum Beispiel, ist nämlich, wenn man das so jetzt also sieht, immerhin, also die ausschließlich Wirtschaftszonen sind also rund um die Inselstaaten und um die großen Kontinente natürlich verteilt. Aber schon recht großer Raum hier zwischen denen, im Pazifik vor allen Dingen, Indik und so weiter. Ganz großer Raum irgendwie, wo eigentlich alle vernünftig mit umgehen sollten. Und das ist dann auf der anderen Seite auch wiederum natürlich ein rechtsfreier Raum.
Wenn wir jetzt mal die nächste Folie uns angucken, dann sieht man nämlich, dass in den Bereichen sich die Länder nicht interessiert haben, um Fischereimanagement einzuführen. Wir kennen das hier oben. Da haben wir es im Atlantik, Südatlantik hier ein bisschen. Antarktis, gut, da gab es ein Schutzgebiet, aber in vielen Bereichen, Pazifik und so weiter, da gibt es kein Fischereimanagement. Das heißt, wenn da die Flotten unterwegs sind, auf ihrer Suche nach den Seebergen oder nach Haien oder mit ihren Langleinen oder was auch immer, irgendwie mit Ringwaden nach Thunfisch und so weiter, dann findet diese Plünderung dort statt, ohne dass wirklich dann die Staaten da sich irgendwie ausreichend drum Sorge machen. Das sollte ich ändern. Das wäre auch eins unserer Forderungen irgendwie, denn wie gesagt, die Übernutzung der Küsten und der Ozeane ist eben überall zu spüren. Hier ist es dargestellt von Rot bis Gelb. Überall im Ozean sind also Veränderungen dargestellt. Das ist so eine Studie, die 40 verschiedene Kategorien mal ausgerechnet hat und eben halt letztendlich feststellte, dass die Ozeane da in Gefahr sind. Die nächste Folie zeigt meiner Meinung nach, wie gesagt, was man mit den internationalen Gesetzen und ihren Regeln irgendwie tun müsste. Wir brauchen eben halt eine Fischerei, die Vorsorgeprinzip treu ist. Das heißt, dass man nur so viel rausnimmt, wie überhaupt vorhanden ist, dass man auch sozusagen die Fische auch erstmal ableichen lässt, bevor man sie fängt. Also es muss eine bestimmte Mindestgröße sein. Es muss auch ein Prinzip, ein Vorsorgeprinzip wichtig sein, dass man nicht mit zerstörerischen Methoden fischt. Und man darf die Fischerei eigentlich nicht subventionieren. Das ist ein Problem, was wir weltweit haben mit Wirtschaften, die subventioniert sind. Wie gesagt, Kohle, Industrie und dergleichen sind ja Beispiele dafür. Dieser Abbau der Fischereisubventionen ist also ein ganz wichtiges Thema. Hier ist die Welthandelsorganisation WTO angegeben. An der Marine Park Kongress hat Meeresschutzgebiete gefordert. Das ist auch ein Gebot natürlich der Stunde, dass man den Ökosystemen Platz lässt, dass man sie überhaupt in Ruhe lässt in vielen Regionen. Denn aus den Regionen kann sich dann eben halt auch wieder der Nachwuchs generieren. Gut, bei Fischereipraxis habe ich hier schon genannt. Und dass die Tiefsee als Ganzes zu schützen wäre, wie es hier die General Assembly der UN, mal DGA, mal genannt hat, das wäre schön. Auch das ist allerdings, wie gesagt, im Moment auf der politischen Agenda nicht der Fall, dass das sozusagen so großflächig zu Schutzgebieten kommt. Man hat den ersten hat schöne Schutzgebiete schon im Atlantik eingerichtet. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall dringend gefordert ist, denn das ist ja wichtig, dass dieser fragile Lebensraum vor allen Dingen, wie die Tiefsee, nicht zerstört wird. Jetzt zähle ich noch vier Folien. Da sieht man Schutzgebiete, die auch in deutscher Küste, hier Bilder vom WWF, ja existieren. Wir haben leider das Problem, dass in den Schutzgebieten sogar noch gefischt werden darf. Aber sind wir dran. Wir haben im Verbund mit den anderen NGOs, Nichtregierungsorganisationen, eine Menge da am Laufen. Die Meeresrahmenrichtlinie ist gerade in der Diskussion. Die Fischereimaßnahmen in Natura 2000 Gebieten, die muss dringend kommen. Die Kollegen haben dann sogar da Klage in Brüssel schon vorbereitet. Jetzt haben sich die Fischerei und auch die Umweltministerien haben sich zusammengetan und wollen tatsächlich einzelne Gebiete, Borkum, Rüfkund und so weiter in unseren Gewässern von zerstörerischer Schollenfischerei zum Beispiel und so weiter bewahren. Also das ist ganz dringend, dass wir da auch ein gutes Zeichen setzen. Bis jetzt haben wir es, wie gesagt, noch gar nicht getan. Jetzt bin ich bei den vorvorletzten zur Folien. Hier ist nochmal hochgerechnet und das ist eine interessante Überlegung, wie viel Dollar so ein Ozean wert ist. Weil einerseits ist natürlich das, was wir kennen und lieben und schätzen, schützenswert. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch immer, gerade in dieser Welt heute, irgendwie nochmal in Erinnerung rufen, dass es nicht nur eine Seite ist, irgendwie sozusagen die schöne bunte Korallenfischwelt und Artenvielfalt,
sondern das sind auch ganz, ganz enorme Schutzwerte für uns Menschen. Also dadurch, dass fast die Hälfte der Menschheit in der Nähe der Meere lebt, kann man dann also eben halt hinzuziehen, weil was allein die Küstenregion und die Korallen an Küstenschutz bedeuten, was zum Beispiel der Tauchtourismus bedeutet und dergleichen. Und da kommt man dann eben halt auf solche gewaltigen Zahlen, die meiner Meinung nach eben halt auch hilfreich sind, wenn man einfach klar macht den ersten Ideen und wie schnell alles zu industrialisieren und kaputt zu machen, dass man dann einfach sagt, nee, wir müssen das nachhaltig gestalten, dann haben wir auch irgendwie und dann haben die Ozeane weiterhin ihre Funktion. Gut, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, das kommt in den nächsten kleinen Folien zum Ausdruck. Keine Zeit mehr. Was sind eigentlich Delfine? Haben Sie auch so viel Müll in Ihrem Wohnzimmer? Das sind so mal von Grafikern irgendwie hier dargestellte Poster für Deep Wave. Wir sind ein kleiner Verein, wir haben keine großen Marketingmöglichkeiten, nur wenige Mitglieder. Dadurch auch klapsen eigentlich immer mit unseren Ressourcen. Insofern lade ich Sie ein, wenn Sie sich für den Meeresschutz interessieren, gucken Sie sich an. Wir haben natürlich bei Facebook und wir haben einen Deep Wave Blog. Da kann man sich irgendwie engagieren und informieren, vor allen Dingen, was alles so in den Meeren passiert. Es gibt natürlich eine Menge Vorträge und wir haben auch verschiedenste Infomaterialien. Wir haben eine Meeresschutzfibel für Jugendliche. Das heißt, unser blauer Planet, die Meeresfibel finden Sie auch irgendwie zum Beispiel im Internet. Also das sind so unsere Möglichkeiten neben den Briefen und den Treffen mit den Politikern und mit engagierten Bürgern, was wir dann so machen. Und jetzt kommt, glaube ich, ne, vorletzte noch ein. Das ist also hier unsere Kurzinfo. Wir sind jetzt 12 Jahre dabei. Wir sind ehrenamtlich, rein ehrenamtlich und machen also dann auch so Coastal Cleanup Days. Wir haben in Indien ein Projekt mal gemacht, sind natürlich mit dem Plastikmüll und in verschiedensten Bereichen irgendwie in der Öffentlichkeit dann irgendwie tätig. Und dann bleibt mir nur noch eine Folie zu zeigen und das ist die allerletzte. Und Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit zu sagen. Und ich hoffe, Sie haben noch spannende Fragen für mich. Und danke, dass Sie sich für Pfingst Montagabend irgendwie Zeit genommen haben für den Meeresschutz. Danke. Ja, vielen Dank. Das war wirklich sehr spannend, sehr aufschlussreich. Ich würde mich freuen, wenn wir deine Seite verlinken dürften bei uns im NRW. Kein Thema, natürlich. Gerne. Super. So, ich habe jetzt die Mikrofone freigeschaltet. Wer jetzt noch Fragen hat, unten im Chat oder direkt per Mikro, war wirklich super. Danke. Ja. Von mir auch erstmal vielen Dank für den super Vortrag. Was mir so mittig vom Beitrag aufgefallen ist, wo ich sofort an Frank Schätzings Buch dachte, Der Schwarm. Das scheint also dann wohl doch nicht so abwegig zu sein, oder? Sonst hätten die ihn, glaube ich, nicht so viele so gerne gelesen. Also da hat er ja sicherlich irgendwie schon sehr erfolgreich irgendwie den Nagel sozusagen, den Kopf des Nagels getroffen. Ja, das wurde ihm sogar bescheinigt, dass also auch er natürlich, er hat ja 2,5 Jahre lang recherchiert, dass er es tatsächlich in so einer Science-Fiction-Szenario hinbekommt. Und nicht so fernab von der Realität zu sein. Und das stimmt natürlich nicht ganz. Am Ende geht es ja um ein bisschen eigenartige Sachen, aber die Möglichkeit, dass wir einen Tsunami erleben, das haben wir. Die Möglichkeit, dass die Tiere verschwinden, was für Fische angeht und so weiter, das ist auf jeden Fall auch der Fall. Die Möglichkeit von vielleicht nicht so dem Bereich, dass sich die Tierwelt zusammentut und gegen uns irgendwie agiert. Auf der anderen Seite, wer weiß das schon. Ich meine, manche Dinge kennen wir ja noch gar nicht und
wie schnell hat man jetzt auf einmal sowas zum Beispiel wie so ein Ebola-Ausbruch in Afrika gehabt, was ja furchtbar war. Wir haben sicherlich eine ganze Menge noch nicht entdeckt und es kann einfach auch bei uns dazu kommen, wenn es zu warm in der Ostsee ist mit den Cyanobakterien. Das sind Reizgase, die die produzieren, also diese Blaualgen, wenn die in großen Massen auftreten, dann ist das richtig schon richtig giftig irgendwie für die ganzen Touristen. Vibrionen und Cholera und dergleichen wird sowieso durch die Schifffahrt schon seit Urzeiten eigentlich immer hin und her transportiert und in so einer schnelllebigen Welt, wie wir jetzt sind, kann auch sowas mal vorkommen. Also, nee, ganz Unrecht hat der Herr Schätzing sicherlich nicht. Wie steht ihr, sag ich mal, zu unserem Hobby? Okay, danke. Zu der Meerwasseraquaristik. Im Endeffekt, sag ich mal, probieren wir das ja artgerecht zu halten, in Anführungszeichen, in Mini-Ozeanen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht der artgerechte Raum. Da bin ich jetzt auch kein richtig großer Experte. Wir machen immer bei Hagenbeck und so unsere Veranstaltung, da könnte man auch schon meinen, geht man in den Zoo und ist das nicht auch schon so ein Fenster zum Ozean und vielleicht irgendwie Tierquälerei? Das ist ja nicht der Fall. Also ich glaube, dass auch in jeder Form irgendwie eine gewisse Ethik da sein muss, glaube ich. Und das denke ich, ist auch heutzutage besser als vielleicht nach früheren Zeiten. Also ich meine, wenn man jetzt so ein, ich weiß nicht was, 10-Euro-Aquarium mit einem Clownsfisch irgendwie von der Bild-Zeitung geschenkt bekommt, so ungefähr, der Boom nach Findet Nemo nach dem Film, war ja so ein bisschen in die Rechnung, das sollte man eigentlich, glaube ich, nicht unterstützen und das wird ja auch nicht unterstützt, weil eben das ja auch immer Wildfische sind und wenn sie nicht nachgezüchtet werden, bei Clownsfischen geht es ja sogar, aber dann wird es eben halt problematisch und ich kenne auch die Kollegen von der Seiger und so weiter. Man geht ja daran, dass eben halt dieser ganze Ornamental Fish Trade eben halt auch in andere Wege jetzt geht und nicht mehr nur die reine Ausbeutung, sage ich mal, sein muss, sondern das finde ich irgendwie, das ich glaube, es ist im Gang und das ist sicherlich bei Ihnen doch auch irgendwie öfters mal ein Thema, und wie muss es denn der exotischste Kardinal irgendwas Fisch aus so und so sein, der ja dann auch nur ein paar Wochen vielleicht nur überlebt. Also das glaube ich, ändert sich irgendwie. Okay, ja, vielen Dank. War, wie gesagt, sehr, sehr aufschlussreich. Ich sehe gerade unten im Chat, die anderen User bedanken sich auch, fanden das auch sehr klasse. Ja, danke. Gut, soll ich noch meine, nee, aber die Webseite ist ja auch bekannt und da ist ja auch die Info, deepwave.org, also E-Mails, wenn da Nachfragen sind, freue ich mich immer über Kontakt. Und ja, wir werden die Webseite dann, sag ich mal, bei uns im Forum auch veröffentlichen und ich denke mal, wir werden auch in Kontakt bleiben. Gerne. Super, danke.